Und jetzt, unsere Aufgabe wäre, Seite einzurichten. Das wäre Registerkarte Layout. Auf Seitenränder zu gehen. Und dann unten, zunders unten, auf benutzerdefinierte Seitenränder zu klicken. Es erscheint Fensterseite einrichten, ich vergrößere das ein bisschen. Und dann in der Registerkarte Seitenränder können wir oben, unten, rechts und links Seitenränder definieren. Also die Baureserve sozusagen rund um Text herum. 2,5 cm oben würde ich stehen lassen, weil wir Kopfzeile verwenden werden. Hingegen unten kann ich ungeniert auf 1,5 cm nach unten gehen, links und rechts 2 cm ist okay so. Buntsteck, das ist kein Buch, also lasse ich stehen. Kochformat, das ist auch gut. Ich muss nur überlegen, will ich das für ganzes Dokument und will ich das als Standard legen. Ich würde das jetzt nicht als Standard bei mir machen, sondern ich würde auf OK drücken. Und jetzt mein Dokument, das sehe ich auf der Hand von Lineal. Da wurde geändert. Da habe ich 1,5. Da habe ich links 2, rechts ebenfalls und unten habe ich 1,5 cm. Dann haben wir Rohtext gemacht. In unserem Fall war das ein Menüvorschlag. Und dann haben wir Folgendes gesehen. Wir konnten markieren. Wenn ich vor die Zeile klicke, markiere ich die Zeile. Wenn ich vor die Zeile klicke und fahre, markiere ich mehrere Zeilen. Wenn ich mehrfach links vor dem Text klicke, markiere ich alles. Okay? Und dann, als wir das markiert haben, alles markiert haben, via Start haben wir irgendwie Schriftart angepasst. Von mir aus so eine Schrift. Ist furchtbar zum Lesen, aber egal. Dann haben wir die Größe angepasst, zum Beispiel auf 17 cm. Dann haben wir fett gemacht, vielleicht kursiv. Unterstrichen haben wir ausprobiert und weggeschaltet mit dem Klick auf gleiche Fläche. Ich nehme doch andere Schrift, Entschuldigung. Ja, das finde ich okay. Kursiv nehme ich weg. Und dann haben wir das in der Mitte verschoben oder sogar rechts verschoben. Nein, Mitte ist gut. Wir haben Aufzählungszeichen aktiviert und Nummerierung aktiviert. Jetzt in Speisekarte macht das ja keinen Sinn. Und dann haben wir gesagt, so, die Titel, Vorspeise, will ich anders haben. Ich habe jetzt hiermit einen Linien unten dran gemacht und ich habe es ein bisschen nach oben vergrößert. Und jetzt schauen Sie mal, am Ende habe ich gedacht, ich will genau das gleiche beim Hauptgang und Dessert haben. Also stehend im Vorspeise, Format, Registerkarte, Start, Format übertragen und Klick auf Hauptgang. Wenn ich noch einmal auf Format übertragen klicke, auf ein Dessert klicke, wird nochmals übertragen. Alternative dazu wäre bei Vorspeise nicht einfach klicken, sondern zweimal auf Format übertragen, schnell klicken. In dem Moment kann ich mehrfach Format übertragen. Ich muss einfach dran denken, am Ende Format übertragen zu deaktivieren. Boom. Gell? Dann haben wir noch gesehen, dass wir via Einfügen Online-Grafiken Bilder holen durften. Wir mussten bloß schreiben, was wir essen wollen. Kürbissuppe haben wir gemacht. Kürbissuppe. Und Abracadabra, Hokus Pokus, es erscheinen Kürbissuppen bis zum Kollaps. Ja, ich nehme das da. Entweder mit Doppelklick oder mit Klick und Einfügen. Das spielt keine Rolle. Und dann haben wir ein Foto. Wie wir Foto verändern können. Das ist eine andere Geschichte. Das schauen wir morgen mal an. Für heute war das.